Samsung präsentiert auf der IFA 2013 unter anderem das neue Galaxy Note 3. Besonderheit ist nun diese Lederhülle, die ein wenig mehr die Anmutung eines Notizbuches aufgreifen soll. Wenn ich aufschlage und hier zuklappe, wird zumindest die Uhrzeit angezeigt. Ich kann auch bestimmte Dinge wie beispielsweise den Player dann nutzen. Ansonsten die üblichen Funktionen eines Android-Smartphones, hier mit 5,7 Zoll Display. Android 4.3, also Jelly Bean, ist als Betriebssystem drauf. Besonderheit unter anderem der neue AC-WLAN-Standard, also theoretisch Gigabit-WLAN. Und eine 13-Megapixel-Kamera ist auch mit an Bord. Neben der Hülle mit dem Sichtfenster für das Galaxy Note 3 gibt es auch geschlossene Hüllen, wie Sie sehen, in diversen Farben. Wer also eine geschlossene Optik bevorzugt als reine Schutzhülle für das Gerät, kann auch dies entsprechend erhalten. Das Galaxy Note 3 gibt es natürlich auch ganz ohne Hülle. Hier in einer speziellen Farbvariante, um möglicherweise auch die weibliche Kundschaft anzusprechen, mit dem ebenfalls farblich passend dazu ausgeführten Bedienstift. Und um einfach mal die Dimensionen des Gerätes besser einschätzen zu können, daneben ein normales Galaxy S3 Smartphone. Man sieht den Displayunterschied eben zu den 5,7 Zoll vom Note. Und auch bei der Dicke ist das Gerät relativ ähnlich. Also obwohl es deutlich größer ist vom Display, durchaus noch ein handliches Gerät. Und eins der Gadgets auf der IFA 2013 ist die Galaxy Gear, eine Smartphone-Uhr, die auch nur mit den Samsung-Smartphones funktioniert, hat keine eigene Handy-Funktionalität, ist dafür gedacht, eben das eigene Samsung-Smartphone fernzusteuern, Gespräche anzunehmen, Termine und Mails zu checken und beispielsweise Wetterapplikationen oder ähnliches mehr mobil am Handgelenk nutzen zu können. Eine Kamera ist integriert und die damit aufgenommenen Bilder werden dann eben direkt auch auf dem Smartphone abgespeichert. Ja, das ist ein kleiner Eindruck vom Galaxy Note 3 von Samsung.